So, dann würde ich sagen, wir machen dritte und letzte Runde, ja? Wir sind ja schon 25 Sekunden über der Zeit. Und starten mal mit unserem Thema Gesetz oder Gnade. Wir haben jetzt ja schon einiges gesehen von Madonna. Wake up, ja? Das war so das, was sie uns da zugerufen hat. Wach auf, Erweckungsbewegung, ja? Erwacht sein, schlafscharf sein oder wach sein ist heute so die Parole unter den alternativen Medien eigentlich. Ja, eigentlich ein Begriff, der ja aus der Christenheit kommt. Erweckung, wach sein, werde wach. Ja. Vielleicht sollte man sich das zu Herzen nehmen, was die Madonna da sagt. Dann ist sie zumindest für etwas gut gewesen. Ja. Und das waren so die Bilder, die wir da gesehen haben. Also Menschen, die wirklich gegeneinander gehetzt sind. Hier sieht man es jetzt ein bisschen besser auf dem guten Beamer, und wenn es ein bisschen dunkler ist, ja, da wird einer gegen den anderen aufgehetzt. Das kennen wir eigentlich auch im Hintergrund, so der schwefelgelbe, giftige Hintergrund. Also total apokalyptische Bilder, die uns da gezeigt werden. Ja? Also irgendwelche Tempel mit Toten, die da auf der Bühne liegen. Die Statue hier, der Arm der Freiheitsstatue ist zerbrochen. Verwüstete Städte. Also etwas, was man sich nicht unbedingt wünscht. Ja, und dann hier werden diese Tempelsäulen aufgestellt und so ein Altar gebaut, wo dann alle hochlaufen und sich hier oben freiwillig opfern. Das war hier Shiva, ja, unser Vernichtungsgott. Hier sieht man jetzt auch diese Schlange, ja, diese Kobraschlange. Und das sieht aus, als ob der Kopf von hinten gezeigt wird. Hier ist der Dutt, ja, das ist das hier oben. Und hier wickelt sich die Schlange um ihn rum. Ja, und die kommt hier dann hinten zum Vorschein, und das ist diese Kobra, ja. Hat man bei den Pharaonen auch immer mit dem Mond, auch hier oben, ja. Also eine sehr finstere Gestalt in der indischen Mythologie und eigentlich so ein Vernichtender, so ein Untergangsgott. Und Paulus schreibt dazu, und ich habe euch da ein paar Verse mitgebracht aus Römer 3, was Paulus so dazu schreibt. Der sagt, alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Ihr seht, dass jeder Vers hier so mit Anführungsstriche vorne und hinten ist. Das sind alles Zitate aus den Psalmen. Also der schreibt das nicht nur einfach so hin, sondern der zitiert aus den Psalmen und aus Jesaja bestimmte Aussagen, die er hier zusammenführt. Und er spricht hier praktisch das Urteil Gottes über die Welt, ja? Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Ja? Das ist hier Madame X. Ja? Was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Das ist ein Wesen, was wir uns kaum vorstellen können, weil das eigentlich vollkommen, dem fehlt jegliche Empathie, jegliches Mitgefühl. Es ist wie ein Krokodil, wie ein Reptil, kalt, berechnend. Ja? So Menschen kann man sich kaum vorstellen. Manchmal trifft man die vielleicht im Geschäftsleben. Aber das ist das, was der Paulus hier über die Welt schreibt und über die Sündhaftigkeit der Welt. Ja? Und dann schreibt er einige Verse weiter. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes, also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, unabhängig vom Gesetz des Mose, sichtbar geworden. Diese Gerechtigkeit Gottes, die ist sichtbar geworden, unabhängig vom Gesetz, in Christus. Und diese Gerechtigkeit Gottes wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Das ist wichtig. Paulus sagt, Christus ist nicht unabhängig vom Alten Testament gekommen, sondern dass Jesus Christus gekommen ist, ist eine Vorhersage des Messias aus dem Alten Testament. Ja, die Juden glauben zum Beispiel, dass der Messias zweimal kommt. Nein, ich muss anders sagen. Die Juden glauben, dass noch zwei Messias kommen. Der Messias Ben Josef und der Messias Ben David. Ja? Also der Messias, der Sohn Josefs und der Messias, der Sohn Davids, dass die noch kommen. Wir Christen sagen, nee, das ist ein und derselbe Messias. Der ist schon mal gekommen als Sohn Josefs, in Anführungsstrichen. Und der kommt nochmal wieder als Messias, Sohn Davids.
aber es ist der gleiche. Weil die Juden aber nicht glauben, dass der Messias schon mal gekommen ist vor 2000 Jahren, erwarten sie aufgrund der alttestamentlichen Prophetie noch zwei Messiasse. Das wissen aber, weiß kaum jemand. Eigentlich erwarten die drei Messiasse, die warten noch auf einen Messias Nachasch, einen Schlangenmessias, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das geht dann wieder in die jüdische Mystik. Aber eigentlich erwarten die, dass ein Messias kommt, Maschiach ben Josef, der wird erstochen, der wird getötet, weil in Sacharja steht, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das war eigentlich Golgatha, ja, wo Christus gestochen wurde. Aber die Juden verstehen das anders. Die sagen, da kommt der Ben Josef und der wird Israel anführen, aber der wird dann getötet werden. Und dann kommt der Messias Ben David und der wird große Schmach von Israel abwenden. Das ist die Endzeiterwartung der Juden für die letzte Zeit. Also noch zwei Messiasse kommen in deren Vorstellung. Ja? Und Paulus sagt, das Gesetz und die Worte der Propheten haben bestätigt diese Gerechtigkeit, die in Christus geschenkt wird. Das steht im Alten Testament, sagt er. Ihr könnt das dort nachlesen. Und das ist für mich ein Wunder, dass wir das, was im Neuen Testament steht, alles schon im Alten Testament finden. Und zwar Jahrhunderte und Jahrtausende, bevor das eingetreten ist, ist das schon vorhergesagt. Auch die Staatsgründung Israels für die letzte Zeit ist vorhergesagt. Das kann man alles in der Bibel sehen. Das sind Texte, die sind 2800, 3000 Jahre alt. Da steht alles schon drin. Und wir heute in unserer Generation sind Zeitzeugen. Mir war das der Onkel von deinem Opa, der in der Küche gesessen hat, und dann haben die überlegt, irgendeiner eurer Vorfahren, ja, und haben überlegt, so in den 10er, 20er Jahren, ob Israel mal wieder gegründet wird. Ja, weil das damals noch Zukunftsmusik gewesen ist. Aber wir wissen, dass das schon gewesen ist seit 75 Jahren. Ich glaube, dass Gott wartet, dass Israel umkehrt, und Israel kehrt nicht um. Und jetzt kommen Zeiten auf Israel zu, glaube ich, die unvorhergesehen sind, die Israel so noch nie erlebt hat. Ja, denn von nach außen waren die immer geeint. Wenn außenpolitische Spannungen waren, war Israel immer eins. Aber dass die jetzt außenpolitische Spannungen haben mit 7 und jetzt demnächst mit 8 Ländern, mit dem Jemen auch noch, und innenpolitisch so uneins sind, das hat es noch nie gegeben. Und das erschüttert die evangelikalen Israel-Freunde zutiefst, weil die eine sehr verklärte Sicht über Israel haben. Und jetzt sehen die, dass dieses Land total gespalten ist. Und sehen jetzt, dass im Land eine Aggression da ist und auf der anderen Seite eine Verzweiflung und ein Krieg an allen Fronten. Und eigentlich Israel überhaupt keine Möglichkeit hat, sich selber zu verteidigen ohne amerikanische Hilfe. Und ich weiß nicht noch was, also das ist ein Riesenthema, Riesendrama. Und dieses Land hat Krieg nach außen und Krieg nach innen. Und dann mitten in so einer feindlichen Umgebung, ja, die ja auch zugegebenermaßen einfach ungerechtfertigt feindlich ist. Also das ist schon heftig. Und da zerplatzt gerade ein Traum. Ja. Aber ich glaube, dass Gott Israel 75 Jahre, 76, ich weiß nicht, ein paar Jahrzehnte Zeit gegeben hat, um umzukehren. Und sie tun es nicht. Ja. Der Norden ist schmuddelig, sorry, ich sage es ganz offen. Ja. Und der Süden ist christusfeindlich. Antichristlich, kann man eigentlich sagen. Und was wird da kommen? Ja, das Land wird zerbrechen. Das sieht man heute schon, auch demografisch sieht man das. Ja? Theologisch sieht man das, soziologisch sieht man das, politisch sieht man das, militärisch sieht man das, finanziell sieht man das. Das könnte in jeder Disziplin, jeder gesellschaftlichen Disziplin sehen. Ja? Und ich glaube, dass man das an der Bibel sehen kann. Ja? Haben wir jetzt nicht die Zeit, müsste man Sacharja lesen, Joel. Ja, das kann man sehen. Dass das für die, warum? Weil der Vorhof entsteht. Ja? Da kommt noch, da tut sich was, da bewegt sich was. Aber Paulus sagt, die Gerechtigkeit Gottes, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, die ist schon vom Gesetz und von den Propheten bestätigt worden. Das steht schon im Alten Testament, dass das kommen wird, dass man allein durch Glauben gerecht wird. Ja? Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Alle, die glauben, die bekommen das geschenkt, das ist ein Geschenk, das müsst ihr nicht erarbeiten. Das muss man nicht bezahlen, das muss man nicht erdienen, das muss man nicht durch Askese erwerben. Das kriegt man einfach geschenkt, das fällt dem Deutschen aber schwer her, dem Schwaben noch mehr her. Ja? Ja, dann nimmt man die Geschenke, schreibt mal auf, wann man die gekriegt hat und von wem, da kann man die weiter verschenken. So Sektflaschen, die gehen immer. Wir haben Sektflaschen im Keller, die sind 30 Jahre alt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft die schon verschenkt wurden. Nee, ich frotzel ein bisschen, nee, ihr nehmt mir das bitte nicht übel, ja?
Aber das ist geschenkt. Das Evangelium ist geschenkt. Ja? Das ist ein Geschenk, was man sich nicht kaufen kann, für alles Geld der Welt nicht. Ja? Und das muss auch geschenkt sein, weil der Mensch nicht in der Lage ist, das zu erwerben. Und das könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr einen Test macht und nehmt euch einfach mal die 10 Gebote vor und sagt, ich halte jetzt mal die 10 Gebote eine Woche lang. Sonst ist lügen. Könnt ihr mal versuchen. Sonst ist Ehe brechen. Mit den Augen fängt es an, das Ehebrechen. Im Kopf fängt es an. Ja? Also das kann man mal, im Selbstversuch kann man das testen. Das müsste man aber alles einhalten, um vor Gott gerecht zu werden. Nicht vom Bundeskanzler, nicht vom Finanzamt, nicht vom Verkehrspolizisten. Ja? Vor Gott göttliche Gerechtigkeit. Das können wir, das haben wir verspielt. Das können wir nicht mehr erwerben, weil wir fleischlich sind. Ja? Das ist vorbei. Und das kommt zu uns, weil Christus zu uns gekommen ist. Und das findet ihr in keiner Religion der Welt. In jeder Religion der Welt müsst ihr etwas tun. Über 7 Brücken musst du gehen, heißt das, glaube ich, mal in irgendeinem Lied. Ja? Oder du musst halt irgendwo auf irgendwelchen Himalaya hochsteigen oder irgendwelchen Götzen eine Schale Reis bringen. Oder ja, du musst irgendwas tun. In allen Gesetzesreligionen, im Islam auch, im Judentum auch. In allen Religionen muss der Mensch was tun. Und je mehr es weh tut, desto rechter ist es dann, glaubt der Mensch. Ja? Und das Erstaunliche ist, dass das Evangelium die einzige, und das sage ich ungern, die einzige Religion ist, wo das geschenkt wird. Wo Gott sagt, ihr seid nicht mehr in der Lage, meine Qualität zu haben. Aber ich schenke euch das. Warum? Weil ich meinen Sohn geopfert habe. Ja, ich habe das bezahlt, ich habe den Tod erlitten. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ja? Das ist das Geheimnis und das gibt es in keiner Religion, dass die Gottheit für die, die an ihn glauben, gestorben wäre. Das gibt es in keiner Religion. Warum? Weil sich das niemand ausdenken konnte. Ja? Das konnte sich nur Gott ausdenken. Das ist der große Unterschied zwischen dem Evangelium und allen anderen Religionen, die ihr habt. Und da ist doch was, wo ich so als Wahrheitssuchender sage, hoi, da ist ja was anders. Das schaue ich mir mal an. Ja, ich muss ja nicht direkt alles glauben, ich muss ja nicht direkt alles übernehmen, aber ich will das mal nippen dran, ich will da mal ein bisschen schmecken dran, das kann man tun. Wenn etwas so anders ist als alles andere, dann muss man das mal angeschaut haben, ja. Und das, denke ich, das ist im Evangelium, das schreibt Paulus, ja. Die Gerechtigkeit Gottes, die wird vom Gesetz und von den Propheten bestätigt und dann ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus geschenkt wird und allen zugutekommen, die glauben. Und es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt, alle. Auch der Papst? Alle? Nein? Ah, okay. Ach, der jetzt lebt? Nee, der natürlich nicht. Ja? Ja, wir haben ja 2, glaube ich, oder? Nee, wir haben jetzt nur noch einen, oder? Einer ist gestorben, ne? Tja, warum ist denn der gestorben? Weil er gesündigt hat. Aha. Ja? Jemand hat zu mir gesagt, Freund von mir war Pastor. Er ist Pastor gewesen, aber der war vorher bei der RAF. Er war Terrorist und er hat gesagt... Er hat so ein paar Sachen geplant da im Frankfurter Raum. Dann ist er Christ geworden, ist er gläubig geworden. Und da hat er gesagt, also er muss ins Pflegeheim und muss alten Leuten, ich sage es, Entschuldigung, ja, der hat sich so ausgedrückt, den Hintern abputzen, weil er hat ein paar richtig heftige Sachen auch gemacht. Und ist dann zum Glauben gekommen und hat dann Theologie angefangen zu studieren und ist dann Pfarrer geworden in der Slowakei. Und er war immer noch Terrorist für Jesus. Er war vorher für die RAF und nachher für Jesus, ja. Also so ein richtiger Draufgänger eigentlich, ja. Und der hatte einen Freund in der Slowakei, der war Zigeunerkönig, war der Chef über 200.000 Sinti oder Roma, steht auch in dem Buch hier, ja, den gibt es also wirklich, der hat hier im Buch aber einen anderen Namen. Und dieser Zigeunerkönig, habe ich auch kennengelernt, dieser Zigeunerkönig, der ist auch zum Glauben gekommen. Und der hat gesagt, ich muss mich beeilen, mein Volk braucht das Evangelium, aber ich muss mich beeilen, wenn meine Gegner rausbekommen, dass ich Christ bin, dann tun die mir Glas ins Essen. Ich habe nicht viel Zeit. Und dann hat er gesagt, wir müssen die Bibel übersetzen. Dann haben sie das Markus-Evangelium übersetzt und das erste Buch Mose. Die haben das Markus-Evangelium übersetzt, weil das kürzeste ist. Kann man am schnellsten übersetzen. Und das erste Buch Mose, weil so viele Stammesgeschichten da sind und die Zigeuner mögen Stammesgeschichten. Also haben sie das erste Buch Mose und Markus haben sie übersetzt. So. Dann haben sie es, ich habe
gesehen, der hat mir das gezeigt. Schau mal, wir haben die Bibel, hielt er mir so hin. Ja, so, schau mal, wir haben die Bibel, grinst über alle. Goldene Zähne hat er, alles vergoldet. Ist bei den Zigeunerkönigen so, ja. Gold, keine goldene Krone, doch goldene Kronen, ja. So, und er bringt also die Übersetzung, bringt er nach Bratislava zum Drucker und sagt, druck das für uns, das ist fürs Evangelium, ja, also für die Bibel, ja. Und der Drucker sagt, na gut, das ist für Zigeuner, das hat Zeit. Und der wartet und es wird alles nicht fertig. Und der sagt, ich muss anrufen. Also ruft er beim Drucker an und sagt, wie weit bist du mit den Bibeln? Und der Drucker sagt, ja, wir schneiden gerade zu. Und der Rico sagt, schneide, schneide, sonst komme ich und schneide. Aufgelegt, 2 Tage später war alles fertig. Ja? Dann hatten die Zigeuner die Bibel, ja, haben sich darüber gefreut. Und der ist dann mit den 10 Zigeunern gefahren. Also sowas gibt es auch. Ja? Also so richtige Draufgänger und die sind klar für Jesus. Und haben diese Gerechtigkeit Gottes gefunden und schätzen die auch und geben die auch weiter. Gibt es eine richtige kleine Erweckung in der Slowakei unter den Zigeunern? Ja, so richtig interessant. Fangen an zu lesen, hören auf zu klauen. Die klauen alle. Ja, ist also ganz normal bei denen. Und fangen an, etwas Neues zu leben und anders zu leben. Ja? Und Paulus sagt, doch werden sie allein durch die Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Warum? Weil wir nicht mehr leisten können. Das ist vorbei. Das können wir nicht mehr. Versucht das mal zu leisten. Versucht mal, gottselig zu leben. Das kann jeder versuchen. Ja, ihr müsst das mir nicht glauben. Einfach mal eine Woche lang die Gesetze Gottes halten. Das werdet ihr sehen. Das ist, ja, wir brauchen diese Vergebung. Ja, und wir werden allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Für alle sichtbar, ja. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Das heißt, da ist Genugtuung geschehen, die Sünde ist bezahlt. Und durch den Glauben kommt sie uns zugut. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Punkt. Das ist schon alles, das ganze Evangelium. Bei uns haben wir früher gesagt, wer es glaubt, wird selig. Und das ist so. Ja? Das wurde natürlich verballhornt, ja. Man hat das natürlich so in Gossensprache so ein bisschen übersetzt. Aber wer das glaubt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist, wird gerettet werden. Denn der Untergang, der kommt, das hat Madonna ja gezeigt, was die planen mit uns. Und den Anfang sehen wir schon und das hört nicht auf. Madonna singt ja, ja, sag jetzt nicht, ich soll aufhören. Du hast das doch so gewollt. Du bist schuld, nicht ich. Du hast mich doch gerufen. Du hast doch davon geredet, ja. Das heißt, sie gibt die Schuld uns. Und sagt, ihr wolltet es doch und jetzt bin ich da. Und sagt, nicht, ich soll aufhören. Sagt nicht, die Sonne soll wieder scheinen. Jetzt tanze ich, Madame X. Das ist das, was ihr als Botschaft gibt. Und ihr kommt nicht in die neue Welt. Ja? Weil ihr nicht, das ist heftig. Die sagt im Prinzip, ihr kommt alle um. Und die johlen da wie die Verrückten da. Ja? Finden da toll. Weil sie es nicht sehen. Sie verstehen es nicht. Und das ist das, was das Evangelium uns zuruft. Und wo ich sage, wo Hoffnung ist in dieser Welt, die wir jetzt sehen. Und ich mache mich da fest, das ist mein Anker, ja, das ist mein Fels, auf dem ich stehe. Und das braucht man, ja, weil man sonst in diesem Irrsinn mit untergeht. Das ist wichtig, ja, das ist ein Fels in der Brandung, ja. Also wir werden allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist so simpel, das Evangelium, und so einfach, dass es manchen auch zu einfach ist. Aber es muss einfach sein, damit es auch der Letzte versteht. Und die Großkopferten, die müssen sich halt demütigen, dass sie dieses einfache Evangelium genauso brauchen wie jemand anders auch. Ja? Das ist eine enge Pforte, das ist schmal, muss man sich ein bisschen bücken, aber es lohnt sich. Ja? Denn der Weg, der ins Verderben führt, ist breit. Und den gehen alle. Und das wisst ihr doch auch. Das wissen wir, wir haben das doch gesehen. Und sorry, bei Corona hat man es gesehen. Ich will nicht immer auf Corona kommen. Das sind andere Dinge, die wir auch sehen. Und es wird wiederkommen und man wird wieder mitmachen. Man wird wieder die Spritze nehmen, man wird wieder die Impfung nehmen und man wird wieder, ist ja keine Impfung, ja, man wird wieder Maske tragen, man wird das alles wieder machen. Und die Repressionen werden nur noch stärker werden. Die lassen nicht von uns. Ja, das sind Raubtiere. Das kommt, ja. Okay, das will ich ein bisschen überspringen, weil es ein bisschen kompliziert, ja. Weil der Paulus bringt da so Logik da an den Tag. Ja? Aber sein Platz ist, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und keiner fragt nach Gott.
Das ist natürlich heftig. Also da schluckt man schon mal. Weil ich sage, Moment, aber ich doch schon. Also, da gehöre ich jetzt aber nicht zu. Also so schlimm sieht es ja mit mir jetzt nicht aus. Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren aus eigener Kraft und gucken, ob man vor Gott gerecht werden kann. Paulus sagt es ganz klar, ja. Sie haben alle den rechten Weg verlassen, sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Die Parallelstellen habe ich alle mühsam rausgelöscht. Das war viel Arbeit, weil da so viele Bezüge sind zum Alten Testament, die Paulus hier zitiert, dass man einfach sieht, der zitiert Altes Testament, der zitiert die Bibel. Warum? Weil er weiß, dass dieses Wort Kraft hat. Das hat Verheißung. Das ist ein scharfes Schwert. Das trennt, das schneidet Fleisch und Bein, ja, und ist ein Richter der Sinne und Herzen und Gedanken. Ja. Das Wort Gottes hat Verheißung und deswegen zitiert er das auch hier. Ja, er benutzt das Wort. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Halleluja! Ich sage das nicht oft, Halleluja. Ja, manche sagen das öfter, ich sage das nur sehr selten. Aber hier kann man es ja kaum verschweigen. Wir haben das nicht verdient, aber Gott schenkt das. Gott hat das, ist das teuer geworden. Jesus ist das teuer, das ist nicht einfach nur so, was Jesus getan hat auf Golgatha, das können wir nicht ausloten. Weil ein Großteil des Erlösungswerkes Christi ist nicht auf der Erde, sondern unter der Erde passiert. Was tut der Feind, wenn der Sohn des ewigen Gottes wehrlos in seine Hände gerät? Was passiert da? Die Bibel schweigt da ja drüber. Ja? Und er ist auferstanden. Und da möchte ich euch noch was zeigen, was ich auch ganz wertvoll finde, weil wir jetzt diese harten Worte gesehen haben von Paulus, was er da für ein hartes Urteil über die Menschheit fällt, weil er sich nicht täuschen lässt von dem, was er vor Augen sieht. Er kennt die Herzen der Menschen. Und jetzt möchte ich euch was zeigen, das gehört zu einer der ergreifendsten Begebenheiten für mich in der Bibel, nämlich die Art und Weise, wie Jesus auferstanden ist und dass er kurz Station, der macht kurz Halt am Gartengrab. Ja, ich lese mal die Geschichte vor und dann schließen wir dann ab. Ich möchte euch einfach kurz zeigen, weil man da so schön sehen kann, wie Gott eigentlich ist. Also hier steht, am ersten Tag der Woche, nachdem Jesus gekreuzigt war und begraben war, wurde er in ein Gartengrab gelegt und dieses Gartengrab wurde verschlossen, mit so einer Art Mühlstein wurde davor gerollt und dann wurde das versiegelt, damit die Jünger nicht nachher den Leichnam nachts stehlen und sagen, Jesus wäre auferstanden. Das haben die Römer, und da haben sie zwei Wachen davor gestellt und diese beiden Wachen, die sollten halt wachen, ja, sollten Wache halten, sind aber leider eingeschlafen, ja. Haben wir eben am Tisch kurz von gesprochen, ja. Okay, ja, und die Wachen sind nicht eingeschlafen, sondern da ist die Auferstehung Jesu geschehen. Und dann haben die Juden haben zu den Wachen gesagt, sagt, dass ihr eingeschlafen seid. Und wenn eure Vorgesetzten euch Ärger machen, dann wollen wir sie beruhigen. Das heißt, womit konnten die denn römische Centurios beruhigen? Mit Geld? Waren die Centurios erpressbar geworden? Hat man die während ihrer Besatzungsphase da unten erpressbar gemacht? Konnten die praktisch die Todesstrafe für diese beiden Augenzeugen abwenden, weil sie den Centurio irgendwie in der Hand hatten? Man muss mal, was die Bibel da sagt. Und vergleicht es mal mit heute, was heute so an Storys alles läuft. Ja? Die Bibel kennt das. Und dann sagt die Bibel, dass ihnen viel Geld gegeben wurde, den beiden Wachen. Nicht nur Geld, viel Geld. Dass sie sagen sollten, Jesus ist nicht auferstanden, sondern die Jünger sind gekommen und haben den Leichnam gestohlen. Und es ist schon erstaunlich, dass man Augenzeugen hat, die geschlafen haben, ja, die also die Augen geschlossen hatten. Da ist es schwierig, Augenzeuge zu sein mit geschlossenen Augen. Ja? Aber die Bibel sagt wörtlich, diese Geschichte, diese Aussage ist zu einem Sprichwort geworden unter den Juden bis auf den heutigen Tag, was dass Jesus nicht auferstanden ist. Warum? Wir haben Augenzeugen. Na gut, die haben geschlafen. Ja? Also ein relativ billiges Narrativ, was man da erzeugt hat. Ein Narrativ, das man mit Geld gekauft hat von den beiden. Ja? Und wenn die Apostel dann gepredigt haben, Jesus ist auferstanden, leiblich, dann sind die aufgestanden, Fake News.
habe ich im Handy, kann ich dir zeigen. Ja? Das ist zu einem Sprichwort geworden. Das wurde mit Geld erzeugt, dieses Narrativ. Die Bibel sagt das. Verschwörungstheorie findet ihr in der Bibel. Ja? Also das ist spannend. Und die Reaktionen, die kennen wir eigentlich aus den Reaktionen heute. Aber gut, jetzt kommen wir mal hier zu unserer Auferstehung. Am ersten Tag der Woche aber ging Maria Magdalena frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab hin und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da eilte sie hin und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist Johannes. Johannes schreibt es im Johannesevangelium, aber er traut sich nicht, seinen Namen zu nennen. Ja? Er nennt sich nur der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zum Grabe. Die beiden liefen miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, also der Johannes, schneller als Petrus und kam zuerst an das Grab. Als er sich nun hineinbeugte, sah er die leinenen Binden da liegen, ging jedoch nicht hinein. Also man hat den Leichnam eingebunden, eingewickelt, ja, und er sieht jetzt, der Leichnam fehlt, aber die Binden liegen noch dort, ja, im Gartengrab. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Der Simon Petrus ist ein bisschen aggressiverer Typ, ja? Also wisst ihr ja, sehr, sehr ruppig, ja? Und der sofort in die Grabkammer rein. Und er sieht die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah sich an und glaubte. Also sie haben geglaubt, dass Jesu Leichnam weggenommen worden ist. Die wussten noch nichts von der Auferstehung, ja? Und die haben gedacht, ja gut, der ist irgendwie weggenommen. Irgendjemand hat das Grab geöffnet und ihn weggenommen. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstanden musste. Nach dem Zeugnis der Schrift, das ist Altes Testament, da steht das schon. Jesaja 53 zum Beispiel, ja? Das ist alles Altes Testament, könnt ihr nachlesen. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Und jetzt wird es spannend. Maria aber war draußen am Grab stehen geblieben und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor in das Grab hinein. Da sah sie dort zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende der Stelle, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Also Maria Magdalena sieht als erster Mensch den auferstandenen Jesus, als erster Mensch überhaupt. Petrus und Johannes haben nicht lang genug gewartet, die sind wieder heim. Ja, die sind wieder nach Haus und dann haben die eigentlich die Auferstehung Jesu verpasst. Aber die Maria Magdalena, die ist am Grab geblieben, die wusste nämlich nicht, wohin. Die Maria Magdalena, sagt die Bibel, hatte 7 Dämonen, 7 Teufel. Das war eine besessene Frau, die ist wahrscheinlich mal besprochen worden oder so. Und Jesus hat die davon befreit und die hing an Jesus. Und die wusste nicht, wo sie hingehen soll. Ja? Und bleibt halt beim Grab und weint. Und weil sie so verweinte Augen hat, dreht sie sich rum und sieht Jesus da stehen, kann den aber nicht erkennen. Und sie glaubt, dass das der Gärtner ist. Ja? Das ist witzig eigentlich fast, ja? So, also die ist total verzweifelt, die Maria. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Ja, gut, als ob Jesus das nicht wüsste, oder? Ja, aber er will es gern von ihr hören. Adam, wo bist du? Als ob Gott das nicht wüsste. Aber er will es hören von Adam. Wo seid ihr? Ja, wo bin ich? Das heißt also, Jesus sagt zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie hielt ihn für den Hüter des Gartens. Manchmal steht da, sie hält ihn für den Gärtner. Verwechselt, ja? Und sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir doch, wo du ihn hingebracht hast. Dann will ich ihn wiederholen, wenn du der Gärtner bist. Vielleicht hast du hier irgendwie aufgeräumt. Ja? Also vollkommen irrational, hochemotionale Szene, hochemotional. Ja? Jesus sagt zu ihr, Maria, und da erkennt sie ihn. Da wandte sie sich um und sagt zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagt zu ihr, sie erkennt ihn also als ihren Herrn. Normal heißt es Rabbi. Rabuni ist eine Koseform von Rabbi. Ja? Rabuni. Jesus sagt zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Das ist seltsam. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er nimmt sie mit da hinein. Er nimmt uns mit da hinein. Das ist nicht nur sein Gott, das ist auch unser Gott. Das ist mein Vater und das ist euer Vater. Ja? Er gibt davon ab.
Da ging Maria Magdalena hin und verkündigte den Jüngern, sie habe den Herrn gesehen und er habe dies alles zu ihr gesagt. So, das Spannende ist jetzt, dass Jesus zu der Maria sagt, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Ja? Später, als Jesus zu den Jüngern dann kommt, lässt er sich schon auch anfassen. Der ungläubige Thomas hat ja die Hände in seine Wundmale gelegt und Johannes lag an seiner Brust. Und ja, das heißt also, er lässt sich dann schon auch anrühren, aber hier noch nicht. Warum denn nicht? Er sagt, ich bin noch nicht aufgefahren. Das heißt, Christus ist auf Golgatha geopfert worden und hinab ins Totenreich und war dort 3 Tage. Und dann hat Gott ihn auferweckt. Wake up. Ja? Oder er ist auferstanden. Die Bibel sagt auferstanden, wenn er aus eigener Kraft als Sohn Gottes aufersteht. Und sie spricht von Auferweckung, wenn der Vater den Sohn auferweckt aus dem Totenreich. Das heißt, Christus kommt aus dem Totenreich raus, um hinauf in aller Himmel, Himmel, über alle Himmel, Himmel aufzufahren zu Gott und zu sagen, ich habe die Erlösung geschafft, erarbeitet. Die Erlösung ist da. Ja? Das heißt also, der ganze Himmel wartet hier, aber Jesus kommt gar nicht. Die Girlanden hängen da, der Schulchor singt, ja? Jemand hat ein Gedicht auswendig gelernt, die Kerzen auf dem Kuchen, versteht ihr das? Alle warten, der Vater, die Engelschaft, Christus auferstanden, die leibliche Auferstehung Jesu gehörte mit zur Erlösung. Und jetzt warten, jetzt sagen, wo ist er denn? Der kommt ja gar nicht. Und dann hat Jesus hier im Gartengrab Station gemacht. Warum? Weil die Maria weint. Und das finde ich heftig. Jesus hätte ja sagen können, jetzt ist mein Tag. Das ist die Erlösung der ganzen Welt. Ich habe die Welt erlöst und es war mir teuer geworden. Jetzt fahre ich auf in den Himmel. Jetzt werde ich im Himmel empfangen vom Vater. Jetzt wird mir die Herrlichkeit wieder werden, die ich verlassen hatte. Jetzt werde ich wieder eingesetzt. Heute ist mein Tag und Maria kann noch ein bisschen warten. Morgen. Oder übermorgen. Und das macht Jesus nicht. Das finde ich großartig. Jesus unterbricht die Himmelfahrt, um die Maria zu trösten. Also das finde ich herzzerreißend. Ja, wie kann denn sowas sein? Und dass Jesus sowas macht und das hier aufschiebt, das zeigt eigentlich, wie selbstlos Gott ist. Wenn Gott so ist, dann rettet er uns alle, die an ihn glauben. Ja? Dann, wenn Gott so selbstlos ist wie das hier, dann sind wir bei Gott in guten Händen. Das ist ja was Besonderes. Und dass das so als, na wie soll man sagen, so als Begebenheit noch so ergänzt wird in die Bibel rein, das finde ich sowas von großartig. Und hier kann man so ein bisschen ins Herz Gottes reinschauen und kann sehen, dass Gott ein guter Gott ist. Gott will uns nichts Böses. Ja, Gott ist kein Despot oder jemand, der ein Spielverderber wäre. Gott gibt, aber Gott sagt uns auch die Wahrheit über unseren Zustand. Und das ärgert viele Menschen. Dann wenden sie sich auch ab, bis sie irgendwann merken und sagen, das stimmt doch über mich. Ich habe mich über mich getäuscht. Ich bin enttäuscht darüber, wer ich bin. Und jetzt verstehe ich die Wahrheit. Und wenn Jesus hier seine Auferstehung verschiebt, ja, um die Maria zu trösten, wie groß ist das denn? Stellt euch vor, man würde einen Lottogewinn haben von 1,5 Millionen, aber man bleibt zu Hause, weil die Kinder krank sind. Und man löst den Lottoschein nicht ein. Und dann verfällt das einfach. Aber man bleibt bei seinen Kindern. Das ist schön, oder? Wer macht denn sowas? Und das macht Jesus im übertragenen Sinn. Das ist im Vergleich mit dem Lotto ist ja wenig, ja. Aber Jesus verschiebt seine Himmelfahrt. Weil die Maria weint und weil Maria nicht weiß, wohin sie soll, macht Jesus Station und dann geht die zu den Jüngern und tröstet die und sagt, ich habe den Herrn gesehen und zwar als Erster. Ja, das finde ich großartig. Ja? Und ich finde das so toll, da bleibt jemand dran an der Sache. Der macht das nicht nur am langen Arm. Ja? Petrus und Johannes sind halt wieder heim. Ja gut, der Herr ist jetzt halt, ist weg. Sind die wieder, wo soll man denn auch machen jetzt hier? Da gehen wir halt wieder. Ja? Und diese verzweifelte Maria Magdalena, die bleibt da und wird dadurch die Erste, die Jesus auferstanden gesehen hat. Das finde ich großartig. Das wollte ich euch mitgeben, so am Ende von dem Tag. Ja? Nach dem ganzen Madonna-Zeugs und vielleicht auch nach der Offenbarung und den ganzen schwierigen Texten. Wenn ihr das mitnehmen könnt hier, ja, dass Jesus so ist, dann hat sich das schon gelohnt, dass ihr hier gewesen seid. Ja? Und das ist mein Gott.
Und das ist das Evangelium, was wir haben, dass Gott gut ist. Wenn man dafür ein bisschen werben könnte, für dieses Vertrauen, das wäre wertvoll. Das werdet ihr finden in der Bibel. Und das trägt uns, bis Christus wiederkommt. Ja? Das trägt uns im Leben und über unser Leben hinaus, bis in die Ewigkeit. Das hat Gott versprochen. Das steht in den Propheten, ja? In alten Texten. Und das ist das Evangelium. Deswegen heißt das frohe Botschaft. Wenn Gott so ist in Christus, dann ist alles gut. Und das ist der Glaube, auf dem wir unser Leben aufbauen, ja? Und wo unsere Hoffnung draufsteht. Und die ist dann nicht erarbeitet, sondern die wird einfach nur geglaubt. Es gibt nicht weniger in einem Menschenleben zu tun, als dass man nur glaubt. Ja? Das ist keine Arbeit, das ist keine Mühe, das ist keine Askese, keine Entsagung. Das ist einfach anzunehmen, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Und dann ist alles gut. Ja? Das wollte ich euch noch mitgeben, weil man muss das mit dem Madonna wieder so ein bisschen zugleistern. Da muss ein bisschen Buttercreme drüber. Ja? Und dann habe ich gedacht, diese Art und Weise Jesu, die finde ich schön. Es gibt auch viele andere Stellen, wo man das Wesen Jesu sieht. Aber hier, finde ich, kann man das so schön ablesen auch. Ja? Wir sind allzumal Sünder und werden ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist.